Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Wir sind bei den Leutnants, sogenannten, die wir jetzt hier gerade ummieten müssen. Die von Savonarola gerade sehr, sagen wir, auf seiner Linie fahren. Tatsächlich ist das, ohne jetzt die Story mit dem Ehrenspieler, ist die Story tatsächlich so passiert. Volk von Florenz, kommt, sammelt euch, hört meinen Worten gut zu. Das Ende naht. Jetzt ist der Moment zur Reue. Fleht um die Gnade Gottes. Der jüngste Tag, der korrupte Predigt Jesus. Genau. Nicht? Die Zeichen sind überall. Aufstand, Hunger. Hoffentlich sucht der kleine Da, auf ihn. Ciao, das Ziel flieht. Shitty. Ich war zu ungenau. Wow, was war denn das für ein Stein? Haben sie das nochmal flitschen lassen oder was? Ich krieg den auch. So, weg. Euer Verstand. Ihr scheint ihn unter Kontrolle zu haben. Nicht alle von uns mussten getäuscht werden. Ich glaubte bereits, alles, was ich sagte, ist wahr. Nichts ist wahr. Was ich tue, ist nicht leicht. Requiescat in pace. Und das war auch tatsächlich so, dass einige Savonarola, also dass einige viele eigentlich Savonarola unterstützen und eben auch wenige, aber auch Leute aus dem Klerus ihn unterstützten. Und das Spannende ist eigentlich an der Story, das ist, dass sogar eines der entscheidenden Dinge war, dass eben sehr viele junge Leute ihn auch unterstützt hatten und er dann, wie hier eben gesagt wurde, umhergelaufen ist mit denen, also die jungen Leute angestiftet hat, dass sie dann halt anfangen, Sachen zu stiften und so, ne, und dann haben die halt versucht, eben alles zu verbrennen, und selbst, ich glaube, Botticelli war das, hat sogar seine eigenen Sachen verbrannt als Künstler. Muss ich einmal vorstellen. Also ein eigener Künstler verbrennt seine eigenen Kunstwerke, weil er, also das ist ja das Problem, es ging Savonarola nicht mal so irgendwie um irgendwie sowas Anrüchiges, sowas wie wie heißt es, um pornografische Inhalte beispielsweise oder sowas. Und es ging ihm ja einfach nur darum, dass alles irgendwie sündig ist, also dass irgendwie alles, was Spaß macht, Sünde ist, und das ist halt total abgefahren. Also, deswegen ist diese Story um Savonarola gerade hier super geil platziert. Also, dass man halt hier auch diese ganze Story mit Savonarola auch nochmal mit dem Edenapfel verknüpft, ist schon, finde ich schon nett. Ach, der nächste ist hier. Okay, entschuldigt. Das wäre nämlich der nächste, den wir nämlich machen mussten. Ich mag teuer sein. Das machen wir aber auch. So. Ich werde, glaube ich, die Karte jetzt nicht mehr aufdecken. Genau. Übrigens, der Papst, ja. Non si passa. Verbat Hört auch. Ihr mich? Die reden von Bis ihr euch nicht alle unterwerft und euch dem Propheten Savonarola anschließt, wird diese Brücke verschlossen bleiben. Okay. Erzfeind, den sollten wir eliminieren, der den Ponte Vecchio bewacht. Ich höre euer Stöhnen und Klagen. Ihr sagt, ihr habt Dinge zu tun, Orte aufzusuchen, Pflichten zu erfüllen. Ha! Es gibt nur eine Pflicht. Unterwerfung. Nicht Unterwerfung vor Savonarola, sondern vor Gott. Das war so. Die Stadt ist unser. Eure geliebten Medici haben euch verlassen. So, der ist direkt tot. Und die Leute stehen da noch rum so. Was ist das? Ihr tragt die Kleidung des Adels.
Wie konnte Savonarola euch blenden? Reichtum und Macht garantieren nicht Zufriedenheit. Ich wollte noch mehr. Und jetzt habt ihr stattdessen nichts. Das hier musste einfach getan werden. Requiescat in pace. Ja. Die große Frage, ne? Was bedeutet dieses Meer? Was bekommt er mehr? Das finde ich gerade so spannend. Also, ich meine, um was ging es den Leuten, ja? Also, warum hat so ein Savonarola sowas gemacht, so eine Macht ausgeübt? Übrigens, funny as at its best, Savonarola hat in erster Linie die Kirche kritisiert. Und die Bevölkerung dann am Ende gegen sich auch aufgebracht. Wie wir jetzt hier auch merken. Moment, wir müssen kurz abwarten. So, wo ist denn der Nächste? Der da eigentlich, ne? Pflege für alle. So, wir haben schon wieder einen Leutnant getötet. Hey, was soll das denn? Dir einfach die Kehle rein. Lauf, lauf! Jo, tschüss. Ich ärgere dich einfach nur mal. Ja, kommst du eh nicht hinter mir, Bubi. Der Bubi schafft das eh nicht hinter mir herzukommen. Ich meine, wer kommt denn auch auf so selten blöde Idee, den Menschen alles wegzunehmen? Also der Bevölkerung, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, das führt letztendlich nur zu Widerstand. Das ist traurig, aber ja. Omnipotens Deus, Rex Regum, et Omnium Gubernator. Okay. Sterbesakramente ungesehen auf den Duomo klettern und den verblendeten Priester aus dem Hochsitz entfernen. Den hört da niemand, wenn er so leise spricht, der Hajo. Das machen wir aber. Huch. Geht's nett? Meine Güte, man kann bestimmt hier irgendwo hoch. Ja, klar. Auf dem Duomo kann man immer hoch. Duomo lädt dazu eigentlich nur ein. Haben noch ein paar Messerchen für dich. Ich darf nicht entdeckt werden. Stand das dabei? Ich hab's nicht gelesen. Ah. Ich könnte weinen. Okay, ich darf mich bloß nicht erwischen lassen. Okay, dokili. Dann gehen wir diesmal hier hoch. Oh oh. Sie verfolgen uns nicht. Abfahrt. Alles klar, du dummer Hund. Ich will hoch und nicht wegspringen. Oh. Sorry, manchmal ärgere ich mich echt über das Spiel. Nur gucken, da vorne läuft noch einer rum. Auf den drei noch rum. Sofort runter hier. Schnell. Ich hab ihn nicht erwischt. Weil natürlich ein Dachziegel im Kopf da war. Man sieht ihn ja nicht dahinter. Oh, ich hasse diese nur Schleichmission, ey. War das gerade ein Diss mit diesem Besucherhandbuch oder was war das jetzt? Ich will den da oben ermorden. So.
Abfahrt. Wenn der jetzt hierher kommt, der macht erstmal die Biege. So. Ciao. Jetzt will ich hier hoch. Weil da oben noch so ein Hayo ist. Den hat's weggehauen. Da hinten läuft noch einer rum. Den hat's auch getötet. Jetzt machen wir eine Assi-Aktion. Wir kommen hier einfach nicht hoch. So, der Dudidu, der hier kommt hier lang. Ich wollte ihn gerade fischen, aber das ging gerade nicht. Ich bin die. Ich dieses Entdecken manchmal, ne? Also, ich liebe dieses Spiel, aber es gibt manchmal so Sachen, wo ich mich echt ärgern könnte. Den ganzen Tag. Mittlerweile. Ich werde entdeckt und. Nein, okay, das. Das geht ja noch. Oh Gott. Soll ich die ganze Armee schon wieder gegen mich? Soli. Arzt, einmal ins Gesicht, Le. Oh ja. Keine Blöße, du Männer. Held. Der Kerl ist kein Tölpel. Das ist auch weg. Na, der ist weg. Schnell drumherum getänzelt. Und so, jetzt müsste ich hier hoch. Geht das? Weil da hinten schaffe ich es anscheinend nicht. Oh, mich juckt's. Mich juckt's an der Birne. Ich sehe jetzt hier erstmal niemanden. Da vorne sind zwei. Oh, fuck. Fängt ja gut an. Wenn er sich umdreht, könnte ich die mir mit einer Pistole holen. Alles klar. Der. Pistolen konnten nie weit schießen. So. Omnipotens Deus. Rex Regum. Et omnium gubernatum. Au revoir. Cuius potentium. Nulla creatura resistere potest. Qui proprium est peccatoris punire. Et eorum miserere. Qui vere agunt punitentiam. Serva et libera nos. Sublicita tepetimus. Amanu inimicorum. Reprime eorum superbiam. Minui malitiam. Ich versuche ihn gerade zu verstehen. Dissipia illorum. Machinatones et astutias. Also es geht auch darum, dass niemand ihm, also niemand Gott widerstehen kann. Wenn ich es richtig verstehe. Kann man hier hoch? Ja. Hallo? Kannst du da einfach mal klettern? Boy. Warum? Warum kann er überall klettern, nur hier nicht? Oh Junge. Oh ja. Am besten jetzt entdeckt werden. Am besten jetzt entdeckt werden, sag ich doch. Alter, was eine Flachzange. Da ist man schon oben. Weißt du? Und dann kann er sich nicht mal festhalten, wenn man runterfallen lassen will.
Ich krieg grad bei diesem Level so Kotzen. Ein Händler? Er hat doch was zu verbergen. Scheint ihm gerade relativ egal zu sein. Noch ein Trappel auf dem Schild. Hallo? Ich kann hier nicht hochspringen. Der klettert nicht hoch, der Drecksack. Warte mal. Den einen hier ermorden wir direkt. Den kommt er. Den holen wir uns. Als allererstes. Abfahrt. So, den sind wir jetzt erstmal los. Soli. Dann holen wir uns die beiden Buddies. Omnipotens Deus Rex Regum et Omnium Gubernatum Cuius Potentius. So. Nulla Creatura. Weil jetzt sieht der Typ uns nicht mehr. Qui proprium est peccatoris puniet. Et eorum misere. Vorsichtig. Immer schon vorsichtig. Also. Serva et libera nos. Sublicita tepetimus. Das ist der fucking Ernst. Sorry, ist das dein fucking Ernst? Dass du dich da einfach nicht festhalten kannst. Machinatones et astutias. Ich kann halt nicht drumherum klettern. Nos tuis armis muniti. Semper servemur. Ab omnibus periculis. Ad glorificandum te. Qui es unicus. Oh. Victoriae largitum. Aber hier komme ich nicht hoch, oder? Propter merita unigenti filii. Tui domini nostri. Jesu Christi, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. What the fuck? Don't. Os nostris. Et nos inducas in tentationem, sed licet. Ciao. Alter. Ich dachte, er verkündete das Wort Gottes. Ich fürchte, seine Predigt ist nur Lüge. Ja, ich führte auch meine Herde in die Irre. Ich wollte doch nur glauben. Das wollen wir alle. Das wollen wir alle. Ich beende nur die Arbeit meines Vaters. Requiescat in pace. Okay, damit haben wir den nächsten erledigt, ohne großes Aufsehen zu erregen. Oh, Alter, der war jetzt echt ätzend, der Gegner hier. Ich würde hier hochgehen, zum nächsten noch. Also es gibt Typen, die kann man so relativ okay umbringen. Nur bei einigen ist man so ein bisschen mehr überrascht. Aber dieser Typ hier, ey, der war ja so zum Kotzen. Also das auch das Hochklettern, das Inkognito Hochklettern, Alter. Oh, schön. Das hätte ich doch gleich machen können. Nein, Quatsch. Machen wir nicht. Alter. Brich dir die Beine, alles klar. Da rennt einer von mir weg. Ich geh mal zum Sarto. Da ist Sarto. Hat er Beute? Vielleicht ein anderes Mal. Splendida notte.
Hat er was für mich? Rüstungsteile hat er nicht, Waffen hat er nicht, kleine Waffen hat er nicht, Munition hat er für mich. Das solltest du tun. Und kommt bald wieder. Abfahrt. Dann gehen wir noch schnell zum Heiler und holen uns das, was wir gerade am meisten für brauchen, lustigerweise durch die ganzen Stürze. Hallo? Boah, Alter, jetzt dieses helle irgendwas blendet mich immer so sehr. Ich würde noch den nächsten machen in dieser Folge. Das sollte hoffentlich bisschen schneller. Bisschen schneller. Aber noch ein bisschen. Oh, der Doktor. Es ist recht einfach, meine Freunde. Wenn ihr Pflege wollt, müsst ihr euch dem neuen Herrscher unterwerfen. Ungesehen ein Attentat auf den Doktor durchführen. Ungesehen. Stopp. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Ach, der Seite, Alter. Mal hören. Was stimmt nicht mit diesem Teufelsbraten? So. Ihr habt die Wahl. Unterstützt die Medici, die, wie ihr wisst, Florenz schon lange verlassen haben, oder akzeptiert Savonarola. Ja, der Savonarola war auch übrigens sauer auf die Medici. Obwohl er eigentlich... Kämpfen, sich verweigern, ist ein guter Mann. Mit starkem Charakter und guter Moral. Er will uns vor uns selbst retten. Weil die Medici ihn nicht mochten, also wirklich null mochten. Und die haben ihn auch letztendlich aus der Stadt gefeuert damals. Und Rettung brauchten wir. Bevor Savonarola zu uns kam, trieften wir vor Sünde. Stolz. Muss ich noch mehr sagen? Wir kümmerten uns nur um weltliche Dinge und Freuden des Fleisches. Kann ich ihn ungesehen töten? Ich hoffe, er bewegt sich halt nicht. Na, guck mal, Doc Ock geht hier rein. Ein Seitenschiff. Ich könnte. Wenn er hier neben mir ist, hau ich ihn weg. Ich hoffe, er läuft mir hier schön entlang. Vielleicht geht er sogar in die Mitte, wer weiß. Die, mit dem Mönchen würde ich auch gerne interagieren, aber das klappt so nicht. Puh, wünscht mir alles Gute. Dass das was wird. Abfahrt. Er ist tot. Boah, grad so. Ihr habt das Blut eines Heilers vergossen. Mhm. Nein, ich habe das Blut eines Tyrannen vergossen. Diese Macht über Leben und Tod zwischen dieser Welt und der nächsten. Anscheinend berauschte ich mich. Und jetzt werdet ihr schlafen. Euer Tod dient einem Zweck. Requiescat in pace. Tatsächlich ist das, was er gerade sagte, eines der größten Probleme. Also Macht, generell, dieses Thema Macht halt. Oh ja, tschüss. Könnt mir gerne alle folgen. Ich Wie lange kannst du weiterlaufen? Sehr lange. Verdammt, er entkommt! Das glaubst du gar nicht, wie schnell ich bin. So, und jetzt müssen die mich schon besser suchen können. Dort ist er! Packt ihn! Oh, die haben mich entdeckt. Ich muss die beiden halt töten wahrscheinlich. Und ihn auch noch. Du wirst nicht entkommen! Okay, jetzt können wir weitergehen. Jetzt kriegen sie mich nicht mehr. Abfahrt. Jo. Leute werden gerettet oder an die richtige Stelle gebracht. Um jemanden zu richten, der selber richtet. Ich
Ich gehe schon aus dem Weg, Signore. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich würde sagen, wir sehen uns damit aber auch in der nächsten Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf dann!